Meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch natürlich noch das andere neue Fahrzeug zeige, und zwar den Zeppelin. Den gibt es jetzt ab sofort und ich würde sagen, die wunderschöne Heideltraut, ja, das ist die Figur hier, macht sich mal auf den Weg. Danke für euren mega Support, Leute, wirklich, ich meine das echt ernst, heftig, wie ihr aktuell hier abgeht auf dem Channel. Danke, danke, danke für alle Däumchen, für alle Leute, die immer zugucken. Und danke an alle Leute, die gestern bei Twitch dabei waren. Wenn du meinen Twitch-Kanal noch nicht kennst, Heideltraut heißt der. Da zockt man meistens GTA-RP. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Das neue Auto haben wir im letzten Video gezeigt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich habe dir das am Schluss gerne verlinkt. Da kannst du mal gerne reingucken. Und ich würde sagen, wir fahren mit dem Jester. Ja, mit dem Jester eine Runde. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Wir haben noch einiges zu tun bei diesem Update. Das wird natürlich alles noch vonstatten gehen. Aber lasst euch mal überraschen, was da alles für Videos noch kommen. Genau, ich rufe mal da an. Eben, ich fordere das Ding mal an. So, zack. Das müssen wir bei Pegasus anfordern, weil in der Garage würde es logischerweise nicht passen. Und zwar reden wir vom Zeppelin, Leute. Ja, Luftschiff Burger Shot, genau. Right now. Ist wahrscheinlich am Flughafen, oder? Mal, wo ist denn das Ding? Was? Bin mal gespannt, ob wir damit überhaupt starten können. Bei der Größe. Und, man hat jetzt schon im Internet wieder neue Leaks gesehen, was GTA betrifft. Also es gibt jetzt schon die ganzen Animationen. Ich denke mal, nächste Woche wird Black Donna oder Madonna, Black Madonna, Donna kommen als neuer DJ. Ja, bin ich mal ziemlich gespannt. Ist ja die Dame. Es gibt ja insgesamt 4. Und eine neue Radiostation gibt es auch noch, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist, ja, da läuft die ganze Zeit die Musik von den DJs, die hier im Spiel eingebunden werden. Coole Sache, nette Sache auf jeden Fall. So. Jetzt gucken wir unseren Zeppelin an. Den kann man leider nicht tunen. Ist ein bisschen zu groß, glaube ich, dafür. Aber wir schauen einfach mal. Ich hätte mir ja für GTA, ich glaube, Alter. Ich hätte mir ja für GTA 5 immer ein Polizei-DLC gewünscht, aber ich glaube, das wird nicht kommen. Ich glaube, dass das Nightclub-Update einer der letzten sein wird, weil Red Dead steht ja so gut wie in den Startlöchern. Und ich glaube nicht, dass Rockstar Games, ihr könnt ja mal gerne da auch mit in den Kommentaren spekulieren, die Kapazität hat, beides irgendwie zu betreuen, oder? Was meint ihr? So. Okay. Das Ding ist in der Luft. Und das ist der Zeppelin. Den habe ich euch ja schon in einem Video gezeigt, aber das ist unser eigener. Der kostet so um die 1 Million, wenn ihr euch den holt. Und damit könnt ihr dann einfach eine Runde fliegen. Ist jetzt nicht so was Atemberaubendes, wie ich finde. Aber ich glaube, der Zeppelin ist sehr geil, wenn man Challenges machen möchte. Wenn man die ganze Community oben drauf stellt und damit der rumfliegt. Und ich würde sagen, wir fliegen mit dem Zeppelin eine kleine Runde nach Richtung Mount Chiliad, weil Downtown waren wir ja schon mal. Und dann gucken wir mal. Und, ich bin ja sowieso gespannt. Also, ich denke mal, dass GTA 6 im nächsten Jahr angekündigt wird. Weil Red Dead wird rauskommen. Es wird ein Jahr dauern ungefähr. Nach Red Dead, denke ich. Dann kommen die ersten DLCs. Man wird sich bei Red Dead Redemption auch auf den Online, auf den Online-Ableger fokussieren bei Rockstar Games, weil damit kann man ja anscheinend sehr viel Geld machen. Und was ich denke, ist, glaube ich, dass bei GTA 6, ich hoffe, dass es so sein wird, eine reine Online-Welt sein wird. Allerdings wünsche ich mir das nicht so wie in GTA Online, sondern dass man, so ein bisschen wie Watch Dogs mit den Hackern und so, die sind ja auch dann online. Also das finde ich halt viel geiler. Aber man muss gucken. Ich denke, die Zukunft wird echt so sein, dass alles in Richtung Multiplayer gehen wird. Dass die Story irgendwie interaktiv ist und dass man die halt mit seinen Buddies zocken kann. Und ich denke auch, dass GTA 6 nicht mehr für diese Konsolengeneration erscheinen wird, sondern vielleicht für die kommende Xbox oder für die kommende PlayStation, die PlayStation 5. Da wird 100% schon dran gearbeitet. Weil wie alt ist die PlayStation 4 jetzt? Puh, auch schon einige Jahre. Und ich finde, GTA 5 sieht immer noch geil aus, aber ich finde, wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt oder man guckt sich jetzt so andere Games an, die so auf dem Markt sind, dann ist man umso gespannter, in welche Richtung GTA gehen wird oder welche Richtung Rockstar Games gehen wird mit der Optik. Weil dieses Game begeistert einfach Millionen von Menschen und ich glaube nicht, dass sie einfach sowas dahin pfeffern wollen. Aber was ich so ein bisschen vermisse, bei GTA 6, beziehungsweise GTA 5, das fand ich bei GTA 4 geiler oder bei GTA Vice City oder San Andreas. Es gab auch so kleine Spin-Offs wie zum Beispiel Liberty City Stories, Vice City Stories, dann gibt es GTA Chinatown,
Shelter Wars, dann gab's diese ganzen Handy-Ableger auch nochmal. Also das fand ich persönlich cooler, weil man dann noch so ein bisschen was von der Story erfahren hat. Und bei GTA 5 ist es einfach nur so, dass man alles auf die Online-Welt gesetzt hat. Just by two cents to this topic. So. Pass auf, wir landen jetzt mal. Ja, so atemberaubend ist dieses Luftschiff gar nicht. Das ist ja der Witz. Also es ist cool, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist geil in vollen Communities. Also in vollen Crews. Beziehungsweise in vollen Lobbys. Ja. Und ich weiß nicht, ob man dafür wirklich eine Million ausgeben soll. Oder? Was meint ihr? Oder 800.000 kostet, glaube ich, wenn du ein paar Missionen absolviert hast. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Kann ich damit landen hier? Ich versuche mal auf diesen... Warte mal. Es ist halt so bescheuert. Es sieht halt hart bescheuert aus. Warte. Wäre geil, wenn man unten dieses kleine Häuschen abmachen könnte. Und alle Leute, die oben drauf stehen, die rutschen da wie so ein Zäpfchen einfach den Berg runter. Oh mein Gott. Ich will da oben drauf landen. Halt, ich lande. Eieieiei. Ich muss das in der Ego-Perspektive machen, anders das ist zu schwer. Schaffen wir. Ah. Oder auch nicht. Runter mit dir! Dickes Zäpfchen! Was passiert eigentlich, wenn man aussteigt? Bleibt das dann in der Luft? Das würde ich jetzt mal ausprobieren. Warte. Bleibt der Ding jetzt in der Luft? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Vorsicht! LOL! Kristall. Oh mein Gott! Mach den Fallschirm auf! Nein! Nein! Nein, Leute, nein! Ah! Ups. Warte, ich will jetzt sehen, was damit passiert. Boah, Leute, jetzt kracht's. Jetzt. Jetzt. Komm. Oh. Aua. Ja. Das ist das Zeppelin aus GTA Online. Cool. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Man kann damit lustige Sachen machen, zum Beispiel ein Flugzeug drauf landen oder so. Das probieren wir mal in den nächsten Folgen aus. Macht's gut.